Leute, heute zeige ich euch, wie man Pudding macht. Als erstes braucht man 500 Milliliter Milch. Dann braucht man Zucker. Ein Pack Pudding mit 44,5 Gramm. Ein Schneebesen. Ein Esslöffel. Und einen Topf, um die Milch zu erhitzen. So, als erstes nimmt man die 500 Milliliter Milch. Schüttet aber davon nur 400 Milliliter in den Topf. So, dann macht man den Herd an, um Milch zu erhitzen, bis sie kocht. Also, als nächstes nimmt man das Päckchen Pudding und gibt es in die restlichen 100 Milliliter Milch. So, dazu kommen die 2 Esslöffel Zucker und das berührt man jetzt gut. So sieht es perfekt aus, wenn kein Pulver mehr am Rand klebt. Und wenn die Milch anfängt, ein bisschen zu qualmen, dann sollte man die Milch umrühren, dass es unten nicht anhockt und nicht verbrennt. Und jetzt warten wir eben, bis die Milch so, jetzt kocht die Milch über sogar fast, aber ich habe es im Griff. Und jetzt machen wir mal den Herd aus. Jetzt müssen wir warten, bis sich die Milch sozusagen wieder abreagiert. So, es ist hier erhitzt und jetzt gebe ich die Mischung, habe ich ja schon mal gezeigt, dazu. Man muss aber ganz schnell rühren, dass nichts klumpt. So, jetzt merkt man, sie wird schon langsam fester. Okay, jetzt merkt man schon richtig, wie der Pudding fest wird, weil, seht ihr ja, richtig dickflüssig. Und ja, er ist jetzt so gut wie fertig. Dann gibt man den Pudding einfach in eine Schüssel. Lässt ihn ein bisschen abkühlen und dann für eine Weile in den Kühlschrank, dass er vollkommen abgekühlt ist. Ja, und dann ist er zum Verzehr geeignet. Man kann noch ein bisschen mit Früchten verzieren oder so essen, wie man es eben will. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bitte abonniert uns und Daumen hoch für uns. Und wenn es euch gefallen hat, bitte Kommentare zuschreiben. Und ja, Dankeschön.